Gut, willkommen zu den Lightning Talks. Wir fangen an mit einem Doppelpack. Secure wird uns einmal über Scan-to-Drive erzählen und über Robust-IRC. Willkommen, Secure. Danke sehr. Ich versuche erstmal, ja, das will noch nicht so ganz, weil das Kabel auch nicht eingesteckt ist. Probier es mal hier. Ja. Das ist HDMI. Ja. So, schauen wir mal. Vorhin mussten wir das andere Kabel verwenden. Vielleicht könnte uns der AV-Mensch nochmal helfen damit. Das ist auch nicht eingesteckt. Ah, ja. Das hier? Okay. Nee, mag noch nicht. Ja, HDMI, ja. Schon mal ein Thunderbolt-Ausgang, oder? Nein, das HDMI. Direkt HDMI. Da habe ich schon einen Thunderbolt-Ausgang, den nehmen wir netto groß rumstecken. Okay, Moment, wir probieren es noch einmal und dann nehmen wir den anderen. Wir hatten es eben im Test mit dem. Das mag er jetzt aber auch nicht. Gut, dann probieren wir den anderen. Ah ja. So. Okay. Da sind wir auch schon. So, danke fürs Warten. Mein Name ist Michael Stapelberg und ich möchte euch heute ein Programm vorstellen, welches ich geschrieben habe. Es hat den griffigen Namen Scan2Drive. Das Logo ist nicht von Scan2Drive, sondern von GoCrazy, für diejenigen, die meinen Talk gestern verpasst haben. Scan2Drive, da geht es um Folgendes. Ich habe mir diesen Scanner hier gekauft, den ihr auf der Folie abgebildet seht. Das ist der Fujitsu ScanSnap EX500. Das ist ein Einzugsscanner. Das heißt, auf diesem Fach oben legt ihr euer Dokument drauf. Also angenommen, ihr bekommt einen Brief oder so per physikalischer Post. Unglaublich, aber manche Menschen tun das noch. Sind oft auch wichtige Sachen, die man vielleicht archivieren möchte. Dann macht man den also auf, nimmt die Seiten raus, legt das in das Ding und drückt auf diesen blau leuchtenden Knopf, den ihr da an der Seite seht. Der zieht die Seiten durch, macht einen Duplex-Scan von jeder Seite und dann habt ihr diese Daten. Soweit also die Theorie. Das Gerät kostet ca. 400 Euro und ist in einigen Testberichten so das beste Ding. Also das ist so, wenn ihr euch einen Scanner kaufen wollt und ihr seid mit diesem Formfaktor einverstanden, dann kauft euch diesen Scanner. Soweit wurde mir das vermittelt. Das Problem ist jetzt allerdings, dass der Scanner an sich für mich nicht besonders nützlich ist. Ich brauche dafür noch einen Raspberry Pi. Das ist ein Single-Board-Computer, kostet 30 Euro, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Der Grund dafür ist folgender. Der Fujitsu ScanSnap kommt mit einer praktischen App für euer Smartphone oder euren Windows-PC. Und diese App erlaubt euch nicht nur lokal angeschlossen zu scannen, sondern auch die Cloud-Anbindung von diesem Scanner zu benutzen. Das heißt, als der Hersteller sich gedacht hat, wie designt man denn eine Cloud-Anbindung für so einen Scanner, haben sie sich gedacht, dieser Hardware-Knopf, der da drauf ist und total praktisch, den nehmen wir nicht. Stattdessen erfordern wir, dass der Mensch über die App scannt. Und das hat also zur Folge, dass wenn ich diesen Scanner irgendwie irgendwo genehm in meiner Wohnung aufstellen möchte, so sagen wir neben der Tür, dass wenn ich reinkomme mit dem Brief nicht einfach direkt das abhandeln kann, dann müsste ich da zuerst noch irgendwie auf meinem Telefon rumfummeln und jedes Mal, wenn ich was scannen will, da diese App aufmachen. Und überhaupt habe ich schon genug Apps auf meinem Telefon. Ich will nicht noch von Fujitsu eine App haben. Nachdem ich mir angeschaut habe, wie deren Windows-Treiber und Software aussieht, will ich von Fujitsu überhaupt gar nichts haben, was mit Software zu tun hat. Und das Problem ist, nicht nur braucht man dafür einen unbequemen Start für den Scan-Vorgang, sondern das wird dann auch gar nicht direkt auf die diversen Cloud-Anbieter, die unterstützt werden, hochgeladen. Also geht gar nicht direkt in euer Google Drive oder euer Dropbox oder was auch immer, sondern das wandert erstmal zu Fujitsu und dann in irgendeinen Cloud-Anbieter. Und jetzt kann man sagen, okay, ich habe mich damit abgefunden, dass irgendwie Dropbox, dass da irgendwie manche meiner Daten liegen oder auf Drive oder so. Aber ganz mal ehrlich, wer von euch vertraut den Fujitsu Cloud Services? Der da hinten, alles klar, gut. Viel Spaß mit deinem Scanner, wie er ist. Für mich war das nichts und deswegen habe ich da was gemacht. Ich habe auf diesem Raspberry Pi ein Programm laufen, das nennt sich Scan2Drive, wie gesagt, und auf Knopfdruck, also auf dem Hardware-Knopfdruck, ohne App, ohne irgendwas, scannt dieses Ding Seiten ein. Soweit, so gut.
Die Originale und auch eine Schwarz-Weiß-Version werden dann auf Google Drive gesichert. Die Schwarz-Weiß-Version wird in einem PDF gesichert. In dem PDF ist nichts weiter als einfach diese Bilddaten. Der Vorteil davon, das schwarz-weiß zu machen und als PDF zu speichern, ist, dass Google Drive weiß, wie man PDFs interpretiert und dass sofern das PDF kleiner als 1 Megabyte ist und weniger als, oder beziehungsweise die ersten 10 Seiten werden dann indexiert und zwar für Volltextsuche, also mit OCR. Das heißt, man muss nichts weiter implementieren und man kann einfach in das Suchfeld in Google Drive eingeben, irgendwie Krankenkasse 2015 und dann findet man alle Sachen, die von der Krankenkasse kommen. Das ist super. Wie ihr auf der Folie sehen könnt, gibt es da so einen Webinterface. Da sieht man die verschiedenen Scans, die man getätigt hat. Man muss das Webinterface gar nicht benutzen. Idealerweise benutzt man das irgendwie einmal zum Einstellen oder wann auch immer man das debuggen muss. Es sei denn, man hat einen Mehrpersonenhaushalt, dann kann man das Webinterface benutzen, denn der Scan-Button kann natürlich nicht erkennen, wer ihr jetzt seid, also ob jetzt ich was scannen möchte für mich oder meine Freundin für sich. Und deswegen gibt es darüber quasi eine Mehrbenutzerfähigkeit. Da müsste man dann also doch wieder zum Smartphone greifen oder einen zweiten Scanner anschaffen, je nachdem. Ihr könnt auch über das UI scannen, aber bequemer ist es natürlich einfach über den Knopf. Wie könnt ihr das Ganze benutzen? Das funktioniert auf Basis von GoCrazy, dieser Anwendungsplattform für den Raspberry Pi 3. Ich habe hier die Befehle mal alle auf die Folie gepackt. Im Wesentlichen ist das nichts anderes als den GoCrazy Packer zu installieren, ihm die Berechtigung einzuräumen, auf eure SD-Karten zu malen, dann die SD-Karte zu überschreiben mit dem Scan-to-Drive-Programm und eine persistente Datenpartition erzeugen als X4-Dateisystem, damit die Scans dann auch irgendwo sind, weil GoCrazy-Installationen sind grundsätzlich read-only. Das war's dann auch und dann habt ihr das Programm am Laufen, müsst noch einen OAuth-Token einrichten, weil das halt mit eurem Google Drive kommuniziert, aber dann ist das soweit startklar. Ich hoffe, das ist für manche von euch nützlich, die entweder so einen Scanner schon haben oder sich überlegt haben, so einen Scanner anzuschaffen. Ich habe von mehreren Leuten schon gehört, ich habe den gleichen Scanner, ich habe irgendwie so eine Sammlung an Skripten und die läuft so mehr oder minder gut. Der Vorteil von Scan2Drive ist, dass es einfach ganz gut funktioniert mittlerweile. Dass es insbesondere auch schneller funktionieren kann als das, was ihr euch über die Kombination von Sane und ImageMagick und was auch immer sonst so für Tools zusammenbasteln könnt. Ganz einfach, weil das Ganze sehr integriert ist und ich ein paar Wochen verwendet habe auf Profiling und Portierung von Assembler-Routinen mit Vektorinstruktionen und so einem Kram. Das Ziel ist also, in Realtime zu scannen. Das heißt, dass man nicht erst, wenn man eine Seite einscannt, irgendwie eine halbe Minute warten muss, sondern dass man direkt scannen und dann sind die Dinger schon auf Drive. So, das ist die Idee. Kommt in den nächsten paar Wochen. Gibt es irgendwelche Fragen zu dem Projekt? Hier, bitte. Hast du dafür jetzt den Treiber reverse-engineert oder benutzt das Standard-API? Ja, die Frage war, habe ich den Treiber reverse-engineert? Ja, was Fujitsu da macht, ist, sie verwenden USB. Und über USB schieben sie aber nichts weiter als SCSI-Befehle. Das ist also ein SCSI-Scanner, der über USB getunnelt ist. Dementsprechend ist es auch recht einfach, das nachzuimplementieren. Ich habe sowohl die USB-Ansteuerung an den Linux-Kernel selbst implementiert, weil die libusb in C geschrieben ist und GoCrazy natürlich nur GoCode unterstützt. Das heißt, da musst du irgendwie 2 IOCTLs implementieren und dann irgendwie das eigene Protokoll. Das Protokoll an sich sind irgendwie grob 1000 Zeilen Go-Code oder so, dass man in 600 dpi diese Duplex-Seiten bekommt, in RGB-Farbwerten einfach in den Speicher. Und ab dann kannst du mit den Bilddaten ja machen, was du möchtest. Genau. Andere Fragen? Okay, ansonsten könnt ihr mich auch gerne nachher noch ansprechen und dann wechsle ich mal den Foliensatz auf den zweiten Lightning Talk. Von Robust RC haben sicherlich auch einige schon mal gehört, aber es gibt ja immer wieder neue Besucher, deswegen dachte ich, ich erzähle noch mal ganz kurz, worum es hier geht. Robust RC ist ein IRC-Netz ohne Netzblitz. Warum machen wir das Ganze? IRC ist immer noch ein weit verbreitetes Chat-Medium unter der Open-Source-Community und Hackern. Ich meine, es gibt hier für die GPN auch einen IRC-Channel, einige von euch sind sicher da drin. Und für den Freundeskreis, in welchem wir IRC benutzen, haben wir derzeit einfach noch keine überzeugende Alternative gefunden. Wir probieren jedes Jahr immer mal wieder so die aktuellen Sachen aus und katalogisieren dann quasi die Sachen, die uns daran nicht gefallen. Aber letztendlich bleiben wir immer noch bei IRC hängen. Also es gibt nichts, was uns da wirklich von weggebracht hätte. Das größte Problem, was wir vor ein paar Jahren mit IRC identifiziert haben, ist, dass die Stabilität mangelhaft ist. Also das Protokoll gibt es halt schon so lange, wie es mich gibt und funktioniert dementsprechend auch schon ganz gut in einigen Clients und einigen Servern, aber fundamentell hat es eben ein paar Unschönheiten, nämlich jeder TCP-Disconnect erzeugt einen Netsplit.
Das ist im Falle von der TCP-Verbindung zwischen dem Client, also eurem Computer und dem Server, also irgendein IRC-Netz-Server, einfach ein Netsplit mit der Größe von 1. Also ihr seid dann nicht mehr im Chatraum, wenn bei euch die Verbindung abreißt, soweit so gut. Aber wenn das einen Link zwischen zwei Servern betrifft, dann fliegen gleich ganze Gruppen an Menschen raus. Und das ist eigentlich doof. Das ist insbesondere deswegen doof, weil diese TCP-Verbindungsabbrüche nicht nur dann kommen, wenn irgendwie ein Switch auf dem Weg stirbt oder so, sondern auch, wenn man auf den Servern Software-Updates machen möchte oder Reboots oder sonstige Wartungsarbeiten. Und das ist eine ganz, ganz schlechte Incentive, weil man dann quasi dazu ermuntert wird, die Software nie zu aktualisieren. Und das ist schlecht, dann hat man dauernd Sicherheitslücken und so weiter und so weiter. Und deswegen dachte ich mir, was kann man denn da machen? Wir haben also zwei Ideen gehabt. Die eine Idee ist, statt dass wir direkt TCP verwenden, um diese IRC-Befehle hin- und zurückzuschicken, machen wir ein Tunnelprotokoll basierend auf HTTP und JSON, weil das sehr verbreitete Standards sind, die in jeder Sprache gut implementierbar sind, die durch alle Firewalls kommen und so weiter und so weiter. Und die zweite Idee ist, dass wir auf quasi nach dem Modell von hochverfügbaren Datenbanken ein IRC-Netz als verteiltes System implementieren auf Basis von Raft. Raft ist eine Library für Konsensus, also für quasi verteiltes Berechnen mit starker Konsistenz. Für diejenigen, die vielleicht schon mal von Paxos was gehört haben, das ist so eine Alternative dazu. Die als Übersicht über, was RobustRC jetzt eigentlich tatsächlich macht, ist, wir haben eine bestimmte Anzahl von RobustRC-Servern und die bilden alle einen virtuellen IRC-Server ab. Für diejenigen, die sich schon mal genauer mit der Struktur von IRC befasst haben, normalerweise hat man da irgendwie Server und Links zueinander und da muss man auswählen, auf welchen verbindet man sich oder so. Bei RobustRC gibt es einfach einen virtuellen IRC-Server, das heißt, ihr seid immer auf demselben. Aber dieser eine Server ist eben aufgespaltet auf mehrere tatsächliche Server. Die Minderheit dieses Netzes darf ausfallen. Das heißt, wenn ihr drei Server in dem Netz habt, ist es okay, wenn einer davon ausfällt, das Netz wird immer noch weiterlaufen. Wenn ihr fünf Server betreibt, dann dürfen zwei Stück davon ausfallen. Ein Ausfall kann hier alles bedeuten. Es kann bedeuten, ich schieße den Prozess ab. Es kann bedeuten, da ist ein Netzausfall. Es kann bedeuten, das Rechenzentrum brennt ab von dem Anbieter, in dem der Server läuft. Alles ist gar kein Problem. Für die Kommunikation zwischen Server und Clients verwenden wir das Robust Session Protokoll, was ich gerade schon angedeutet habe. Das war diese, wir tunneln IRC-Befehle über HTTP und JSON. Und damit wir nicht alle IRC-Clients, die es auf dieser Welt gibt, anfassen und umschreiben müssen, gibt es eine sogenannte Bridge, die also zwischen IRC und Robust Session übersetzt. Wie funktioniert dann das Netz eigentlich? Immer wenn eine IRC-Nachricht reinkommt, dann persistieren wir die über Raft. Das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie, angenommen, ihr wollt einen Channel beitreten und ihr schickt einen Join-Raute GPN oder so, dann kommt diese Nachricht rein, wird über Raft auf zwei von drei Servern mindestens verteilt, also auf alle drei natürlich letztendlich, aber nach zweien sagt er, okay, das ist jetzt verteilt genug, ich habe hier Konsensus und dann wird diese Nachricht verarbeitet. Die Antworten auf die Nachrichten hängen jeweils nur von den Nachrichten ab. Und dadurch, dass die Nachrichten verteilt werden, und zwar robust verteilt werden über Raft, generiert jeder Server denselben State, wenn er alle Nachrichten von vorne bis hinten verarbeitet. Das heißt, wir können einen Server zu beliebigen Zeitpunkten neu starten oder nach einem Absturz einfach wieder starten. Und dann generiert er denselben Zustand, in dem er vorher eigentlich auch schon war. So, das Kleingedruckte ist, dass die IRC-Latenz sich dadurch erhöht auf die Medianlatenz aller Server, weil ja zuerst der Konsens hergestellt werden muss, also zuerst muss er ja auf zwei von dreien verteilen. Das ist aber in der Praxis nicht merklich. Also ob ihr jetzt eine Nachricht abschickt und die hat 20 Millisekunden Latenz oder 40, das kann man nicht sehen. Die Ausfallsicherheit erfordert mindestens drei Failure-Domains. Das heißt, wenn ihr sagt, ah, ich würde gerne ein robustes IRC-Netz betreiben, aber ihr habt einen Rack mit drei Servern drin, dann bringt das natürlich nicht so viel, wenn euch dann das Rack irgendwie vom Strom fällt oder so. Sondern ihr braucht natürlich einen quasi diversen Aufstellungsort für diese Server. Am besten ist es natürlich bei drei ganz unterschiedlichen Providern. Das ist ein Setup, was wir so laufen haben. Oder zumindest beim gleichen Provider in verschiedenen Standorten oder so. Ihr kriegt es schon auf die Reihe, das zu planen. Wie benutzt man das Ganze? Ihr installiert euch, wenn ihr einen Client habt, der das Protokoll noch nicht von Haus aus spricht. Und derzeit ist der einzige Client, der das unterstützt, IRC mit einem Plugin. Wenn ihr einen Client habt, der das noch nicht unterstützt, dann installiert ihr euch die Bridge. Das funktioniert so, dass ihr die einfach mit dem Go-Tool installiert, also mit Go-Get. Dann startet ihr die und sagt, in welches Netz ihr euch verbinden wollt, zum Beispiel das robustic.net-Netz. Und dann verbindet ihr euch einfach auf localhost 6667 oder was auch immer für einen Port ihr euch auswählt. Das ist also quasi wie ein Proxy-Server und dann könnt ihr euren bestehenden IRC-Client verwenden. Oder sofern ihr das euren Besuchern nicht zumuten möchtet, weil ihr zum Beispiel einen Chaos-Treff-Channel betreibt und da kommen auch mal Externe rein und es ist schon schwer genug, IRC aufzusetzen, wenn wir mal ehrlich sind, dann können die auch Legacy IRC verwenden. Das ist quasi eine Bridge, die aber
auf einem von unseren Servern läuft. Wenn man jetzt dann natürlich aufgepasst hat, merkt man, Moment, da ist ja dann wieder eine TCP-Verbindung von einem Client-Rechner zu einem von unseren Servern und wenn die abreißt, dann sind wir wieder beim Status Quo. Das heißt, Legacy IRC ist absichtlich oder ist kommuniziert nicht ausfallsicher und den Vorteil von dem Netz habt ihr erst, wenn ihr wirklich lokal eine Bridge betreibt oder einen Client habt, der das Protokoll auch wirklich unterstützt. Aber ihr kriegt zwar nicht die Ausfallsicherheit, aber das Netz an sich ist immer noch stabiler, denn bei Software-Updates serverseitig fällt das Netz nicht aus. Das heißt, ihr profitiert immer noch, aber nicht so sehr, wie man es eigentlich könnte. So, als Fazit auf robustirc.net kriegt ihr mehr Infos. Da gibt's auch eine Installationsanleitung und generell als Admin-Guide. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, gibt's dort auch einen 40-minütigen Tech-Talk. Ansonsten gibt's auch auf anderen Veranstaltungen in den Archiven, Easter Hack der vergangenen Jahre, GPN und so weiter, könnt ihr auch einen vollwertigen Vortrag euch anschauen. Und wenn ihr noch Fragen habt, haben wir jetzt erst noch ein bisschen Zeit, glaube ich. Okay, zwei, drei Fragen. Dann ganz hinten. Mikrofon. Hallo, wie wird verschlüsselt? Benutzt ihr SSL zwischen Client und Bridge? Benutzt ihr intern SSL? Zwischen Client und Bridge wird üblicherweise nicht verschlüsselt, weil die Idee ist, dass das auf demselben Computer läuft. Aber ja, du kannst, also für Legacy IRC, die Bridge, die bei uns läuft, da wird dann auch TLS verwendet. Das Robust Session Protokoll ist über HTTPS und JSON implementiert, also das benutzt das HTTPS einfach. Danke. Ja. Hier vorne. Mikrofon? Im Stream wollen Sie auch hören. Habt ihr mal durchgerechnet, was passieren würde, wenn man Freenode zum Beispiel umstellen würde? Ja, haben wir. Latenzmäßig auch? Latenzmäßig, denke ich, würdest du nicht viel merken, weil die Latenz halt quasi ein oberes Maximum bald erreicht. Also sagen wir, wenn du mit 100 Millisekunden zusätzlicher Latenz zufrieden bist, dann sollte das gar kein Problem sein, egal wie viele Nachrichten reinkommen. Vom Nachrichtenvolumen her haben wir das letzte Mal, als wir gemessen haben, gesehen, dass Freenode so, sagen wir, circa zwischen 1000 und 2000 Nachrichten die Sekunde verarbeitet. Das sind Werte, die wir mit unserem Code und den aktuellen Go-Versionen problemlos abgehandelt bekommen. Das sollte also gehen. In der Theorie. Das müsste man es ja nur noch machen. Okay, wenn ihr ansonsten noch Fragen habt, könnt ihr mich gerne auch sonst auf der Veranstaltung noch ansprechen. Vielen Dank. Gut, Matze, beziehungsweise Musik-Matze, spricht über ein Thema, von dem ich keine Ahnung habe. iMac. Viel Spaß dabei. So, welcher Stecker war der? Upa. Der funktionierende natürlich. Ja, der war es nicht. Nimm doch einfach einen funktionierenden Stecker. Also, ich weiß das. Der da? Das ist halt, du hast DisplayPort. Das DisplayPort, ne? Ja, also das ist aber irgendwie. Genau, dann kommt das. Nix. Jo, und da sagt man. Ja, Skalierung ist. Das tut wunderbar. Okay, ja, tut mittelmäßig gut. Warum auch immer. Egal. Ja, hi, ich bin Matze. Ich erzähle heute was über mein Privatbastelprojekt, das ich seit inzwischen schon anderthalb Jahren bastel. Genau. Ja, LaTeX macht Dinge. Ich hatte Probleme und Probleme löst man ja als Hacksaw immer selber. Und das treibt mich auch an. Und zwar hatte ich das Problem, ich habe für alles Mögliche, was so Personal Information Management angeht, irgendwie ein Tool rumliegen. Und die funktionieren auch alle wunderbar und das ist alles schön. Also zum Beispiel Task Warrior und Time Warrior, wer die nicht kennt, guckt sie euch an, hammergeil. Oder auch irgendwelche kleineren Sachen, Buku zum Bookmarks organisieren oder Beancount für Finanzkram. Ja, und die funktionieren alle super gut. Aber ich hatte eine Sache, die mich gestört hat. Und zwar konnte ich die Daten, die ich mit diesen Tools anlege, tracke, verarbeite, nicht semantisch verbinden. Genau. Also wenn ich praktisch in meinem Ledger, also in Beancount zum Beispiel, eine Transaktion anlege, so hey, ich habe 20 Euro beim Döner liegen lassen, dann war das vielleicht irgendein Special Event, das in meinem Kalender auch auftaucht und wo ich vielleicht irgendwie noch vorher irgendwas machen musste, das dann in meinem Task Manager auftaucht. Aber ich konnte diese Daten nicht irgendwie in Verbindung bringen miteinander und dann daraus so ein bisschen Analyse machen. Genau, und darum dreht sich's nämlich.
Ich wollte ein Tool entwickeln, mit dem man den Content von anderen Tools abfragen kann und praktisch auf die Daten referenzieren kann und dann eine semantische Verbindung zwischen denen herstellen. Genau. Ich will dabei aber nicht die Funktionalität der anderen Tools, die ich sowieso schon benutze, in irgendeiner Weise beeinträchtigen oder verändern oder nachimplementieren, sondern ich will, dass das alles so im Hintergrund passieren kann. Also ich benutze meine bestehenden Personal Information Management Geschichten einfach weiter und im Hintergrund werden dann Daten aggregiert. Genau. Einfaches Beispiel. Ich kriege eine E-Mail von Hans. Und das Tool merkt sich jetzt erstmal, hey, da ist eine E-Mail von Hans und setzt da so eine Referenz drauf und verknüpft dann vielleicht noch automatisch den Kontakt, der in meinem Kontaktbuch ist, mit der E-Mail, mit so einem Link mehr oder weniger, könnte man sagen. Und jetzt steht in der E-Mail zum Beispiel drin, ich soll doch Kuchen für Hannas Geburtstag kaufen. Dann lege ich mir auf meiner Kommandozeile natürlich einen Task an, hey, ich soll die Kuchen kaufen gehen. Vielleicht habe ich sogar noch ein extra Tool, das mir irgendwie Einkaufslisten organisiert. Genau. Mein Tool soll jetzt die E-Mails und den Task verknüpfen können. Genau. Und dann vielleicht noch mit dem Event, dass da Hannas Geburtstag ist, das auch noch verknüpfen können. Und das ist genau, was iMac macht oder machen soll. Genau. iMac selber ist sehr generisch implementiert und sehr modular. Also es ist eigentlich eine Sammlung von Libraries, die man dazu benutzen kann, solche Dinge zu machen. Genau, und man könnte iMac auch selber benutzen, um PIM-Tools, also Personal Information Management-Tools zu implementieren, aber wie gesagt, das ist eigentlich nicht so mein Hintergrundgedanke. Genau, und ich mache das natürlich alles unter LGPL, weil die Libraries kann man ja weiterverwenden für andere Dinge. Genau, iMac selber ist in Rust implementiert. Wie gesagt, ich bastel da schon seit anderthalb Jahren dran rum, deswegen ist da auch einiges passiert inzwischen. Und ich habe auch ein paar andere Crates, also wer mit Rust so ein bisschen sich auskennt, wir nennen unsere Pakete Crates. Da sind auch schon drei andere Sachen rausgefallen, die auch schon veröffentlicht sind. Genau. iMac funktioniert MVC-artig, sage ich jetzt mal. Also ich habe im Endeffekt so eine Art Model, das nennt sich bei mir Store. Das ist im Endeffekt auf dem lokalen Dateisystem ein Ort, an dem ich in einem sehr einfachen Datenformat meine Referenzen ablegen kann. Das ist alles textbasiert, also das sind in Wirklichkeit nur einfache Textdateien, kein irgendwie SQL-Datenbank-Kram oder irgendwelche JSON-Blobs oder so. Es ist im Endeffekt ein kleiner Header, der strukturierte Daten enthält und dann kann man da noch anderen Freitext praktisch drunter machen. Deswegen, das war auch eine meiner Anforderungen, dass ich da mit Git das Ganze über mehrere Rechner hin und her schieben kann. Genau. Und wie gesagt, es besteht aus verschiedenen Bibliotheken. Dann gibt es eine Utility Library und dann gibt es irgendwie noch Funktionalitäten, um intern im Store diese Einträge zu verlinken und auch auf externe Files auf dem Filesystem zu verlinken und also Geschichten. Und dann gibt es eben noch praktisch Convenience Libraries außenrum. Ich muss mich immer umdrehen, weil das hier total bescheiden skaliert ist. Genau, und dann gibt es für jeden Anwendungsfall noch so eine Kommandozeilen-Applikation, zum Beispiel iMac Link, mit denen kann ich dann noch von Hand praktisch Links setzen von Einträgen aufeinander. Und dadurch, dass das alles so mit Libraries aufgebaut ist und sehr modular, kann man da theoretisch auch eine GUI oder eine Web-Applikation oder Android-App oder sonst was außenrum bauen. Genau, aktueller Stand ist, wie gesagt, es ist ein Hobbyprojekt, deswegen ist da praktisch alles von mir. Ich habe im Oktober 2015 angefangen, habe dann auch relativ bald eine erste Idee praktisch veröffentlicht und dann haben ein paar Leute da angefangen zu sagen, hey, das könnte man so viel cooler machen. Habe dann auch irgendwann noch eine zweite Version veröffentlicht und stehe jetzt praktisch kurz vor der dritten Version. Genau. 17 Libraries und 6 praktisch Kommandozeilen-Frontends sind aktuell mit drin. Ich bin knapp vor der 4000-Commit-Marke und ich suche natürlich Leute, die sich für sowas interessieren, die auch Rust lernen wollen. Ich habe mit dem Projekt angefangen, Rust zu lernen und bin seitdem nicht mehr davon losgekommen, also praktisch die Einstiegsdroge gewesen. Und genau, man findet mich auf GitHub oder auch auf einer Website und wer GitHub nicht mag, kann da auch ein Repo von mir bekommen, das ist überhaupt kein Problem. Genau, und ja,
Genau, ihr könnt mich auch einfach anquatschen. Ich bin noch bis morgen da. Und falls jetzt Fragen bestehen, könnte ich die jetzt beantworten. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Live-Demo. Oh, ja, die Geschichte ist die, es wurde nach der Live-Demo gefragt, ich habe die aktuell nicht compiled und es dauert auf dem Rechner, sagen wir mal so, dann wäre ich wahrscheinlich morgen noch da. Nee, also es dauert etwas länger, deswegen ist aktuell nicht gebaut. Deswegen geht es leider gerade nicht. Okay. Ja, vielen Dank. Keine Fragen. Dankeschön. Nerdzeug mit Musiknoten. Ich kenne diesen Menschen schon ein bisschen und ich weiß, dass dieser Mensch mit Musik was macht. Es wird sehr spannend. Ja, Applaus für Benjamin. Audio. Ja, hallo. Ha, super. Ist das Audio out? Das ist Audio out. Also vorhin hat es funktioniert. ja, ich hatte irgendwie keine Zeit, so richtig Slides zu machen, weil heute die ganze Zeit so nette Menschen zu mir kamen und mit mir reden wollten, was für diese Veranstaltung spricht. Aber deswegen ist es leicht chaotisch. Ich habe hier ein Möbiusband. Und seitdem ich im universitären Kontext mal einen Komponisten mit einem Möbiusband am Handgelenk gesehen habe, habe ich mich gefragt, was kann man eigentlich machen, wenn man jetzt so Musiknoten auf ein Möbiusband druckt? Ja, und natürlich könnte man es jetzt einfach spielen und drehen und spielen, was da steht, und hätte man einen Loop und okay, so weit, so gut. Aber nun hat ein Möbiusband auch die schöne Eigenschaft, dass es zwar nur eine Seite hat, aber man kann sie von zwei Seiten angucken. Und dann dachte ich, kann man nicht zwei Musiker nehmen oder Musikerinnen und quasi das Möbiusband in die Mitte machen und es so spielen, zweistimmig. Und das Interessante, was dann passiert ist, nach der Hälfte sind die Noten auf dem Kopf. Und die Frage, die ich mir dann gestellt habe, war, was passiert eigentlich, wenn ich Noten auf den Kopf mache? Und ich kann mal ungefähr zeigen, was ich damit gemeint habe. Also das hier, die ersten zwei Zeilen, also zwei Zeilen gehören immer zusammen, für alle, die nicht wissen. Also immer, wenn da vorne so ein Strich ist, das gehört, heißt, das gehört zusammen irgendwie. Und das ist jetzt einfach der Free-Software-Song mit einer zweiten Stimme, die ich dazu geschrieben habe. Und was ich jetzt in der zweiten Zeile gemacht habe, ist das quasi einfach auf den Kopf gestellt. Also diese Note ist quasi die auf dem Kopf, ja? Die ist die auf dem Kopf. Und dann stellt sich die Frage, was mache ich mit den Vorzeichen? Und in dem Fall habe ich mich entschieden, die Vorzeichen umzukehren, weil hier, wer von euch kann Musiknoten lesen? So ein paar. Okay, also wenn man, also ich wollte mit den Vorzeichen überhaupt was machen, ja, also das war so meine Prämisse und das Problem ist einfach, wenn ich jetzt hier ein B gemacht hätte, dann, also manchmal geht das auf und manchmal geht das nicht auf, ich wollte, dass ich am Ende diatonische Tonleitern habe, damit meine ich was mit, unten rechts diese Dinger, lydisch, dur, mixolydisch und so weiter, ja, die bestehen aus Ganztonschritten und Halbtonschritten. Also T heißt Ganztonschritt und S heißt Halbtonschritt. Da gibt's also mehrere von. Und ich wollte sozusagen, dass, wenn ich es auf den Kopf stelle, wieder so eine diatonische Tonleiter rauskommt, weil dann klingt es wie Musik und man kann es musiktheoretisch behandeln und es funktioniert irgendwie. Genau, und was dann passiert, wenn man diese Musik auf den Kopf stellt, hängt vom Notenschlüssel ab, weil die unterschiedlich symmetrisch sind. Und das. Genau. Hier, also es hat sich herausgestellt, das Einzige, was eigentlich wirklich symmetrisch geht, ist der Bassschlüssel, weil die. Kann man. Also die Kreuze und die Bs sind quasi an der Mittelachse symmetrisch andersrum. Das heißt, man kann überhaupt irgendwas vernünftig zuordnen, was auf dem Kopf steht. Ansonsten wird es ganz komisch, was ich euch auch zeigen kann. Also wenn ich jetzt hier diesen
der Free-Software-Song mit einer zweiten Stimme, die ich dazu geschrieben habe, im Bassschlüssel auf den Kopf stelle, dann kommt was bei raus, das klingt irgendwie wie der Free-Software-Song in Kirchentonart. Und wenn man das aber mit dem Altschlüssel macht, da ist es halt irgendwie nicht so richtig, da kommt eine komische Tonleiter raus, die halt keine diatonische Tonleiter ist. Und ich spiele euch das einfach vor. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit dem Ton. Also zuerst spiele ich die erste Zeile, einfach, dass ihr eine Referenz habt, was die ursprüngliche Musik war. Dann die zweite Zeile, das ist sozusagen mit dem Bassschlüssel auf dem Kopf. Und dann die vierte Zeile, das ist mit dem Altschlüssel auf dem Kopf. Und wie gesagt, beim Bassschlüssel, dann klingt es halt wie der Free-Software-Song in Kirchentonart. Und im Altschlüssel klingt es echt schaurig. Das könnt ihr dann gleich hören. Wo ist der Ton? Okay. Also das ist halt, wenn man nicht eine diatonische Tonleiter rauskriegt, ja, dann kommt so ein komischer Käse. und jetzt habe ich mir überlegt, also so ein Möbiusband, das hat ja keinen Anfang und kein Ende. Und irgendwie wäre es cool, ein Musikstück dafür zu schreiben, was das repräsentiert, was eine rotierende Harmonie hat. Also wer vorhin gerade jetzt in dem Vortrag war, das hier, das ist der Quintenzirkel, der hat das schon gesehen. Und mit rotierender Harmonie meine ich was, dass immer eine bestimmte Anzahl im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn weiterspringt die ganze Zeit. Das hat den Nachteil, dass man es mit vielen Vorzeichen zu tun hat. Also es funktioniert überhaupt nicht im Altschlüssel oder im Violinschlüssel oder irgend sowas, weil die halt, wie gesagt, nicht symmetrisch sind. Und dann kommt so ein, also entweder ist es überhaupt nicht definierbar für mich oder es kommt so ein Käse raus, wie ihr gerade im Altschlüssel gehört habt. Was ich gefunden habe, ist, ich kann es, es gibt noch was. Also wenn man die Noten auf den Kopf stellt, dann gibt es irgendwie zwei Betrachtungsweisen dafür. Entweder kann man einen Dreiklang auf den Kopf stellen, also zum Beispiel ein C-Dur-Dreiklang, ein Violinschlüssel gibt auf dem Kopf D-Moll, ja, oder im Altschlüssel gäbe es halt F-Dur oder im Bassschlüssel gäbe es halt A-Moll. Wenn man aber das anders betrachtet und die Tonleiter auf den Kopf stellen würde, ja, dann käme man bei einem anderen Ergebnis raus. Und also ich weiß einfach bis jetzt nicht, was da praktisch funktioniert, ja. Aber wie gesagt, also was ich mal überlegt habe, ist überhaupt, um überhaupt auf den Schluss zu kommen, wenn ich jetzt diese Noten nehme, einfach erstmal ohne Vorzeichen, weil sonst wird's halt, wie gesagt, bekloppt im Violinschlüssel oder im Altschlüssel oder in irgendwelchen anderen, alles außer Bassschlüssel. Und also was ich jetzt bis jetzt nicht geschafft habe, ist was mit einer rotierenden Harmonie, aber was, also meine Betrachtung bis jetzt, und das ist gestern, also ich habe noch kein Stück geschrieben, war, also angenommen, ich habe ein Stück, das ist, okay, wie mache ich das? Okay, also angenommen, das ist so lang, ja, dann, also nach der Hälfte wiederholt sich das ja, aber auf dem Kopf. Das heißt, man hat irgendwie, also, hey, das ist die Mitte, okay, man hat einmal Noten und dann hat einmal Noten mit mysteriös auf dem Kopf. Und was aber geht, ist quasi, es spiegelt sich ja immer um einen Ton, also der Violinschlüssel spiegelt sich um H, der Einschlüssel um C und der Bassschlüssel um D. Und man könnte sozusagen immer, was nehme ich jetzt als Beispiel, quasi eine Art Symmetrie schaffen, dass es spiegelsymmetrisch ist. Und dann ist es natürlich, wenn man das Stück nochmal abspielen würde, auch hier an der Achse spiegelsymmetrisch in der Harmonie. Aber die Töne wären so rum versetzt, würden so rum versetzt zueinander passen. Naja, was ist mein Anliegen? Vielleicht finde ich irgendjemand, der erstens versteht, was ich gesagt habe. Deswegen bin ich nämlich hergekommen. Das ist das Schöne bei diesen Nerd-Sachen. Und zweitens, irgendwelche Tipps hat, was ich machen kann, um eine rotierende Harmonie zu kriegen. Wahrscheinlich funktioniert es nur im Bassschlüssel. Aber ja, das war's eigentlich. Danke für die Aufmerksamkeit. Ihr findet mich, das ist ja nicht groß, die Veranstaltung, ne? Also falls irgendjemand...
falls irgendjemand eine Idee hat. Ah. Ach so, nee, ich bin nur am Überlegen. Ach so, ja, komm einfach nachher. Cool, ich freue mich. Dann, dann kann der Nächste, glaube ich. Oder die Nächste. Fragen? Okay. Danke. Gut. Adventures with types, with type annotations in Python. Von Frankenstein. Was muss man da, das? Habt ihr das? Da. Ja, wir haben es. Cursor. Das ist das. Ah, ja. Wo ist das denn? Moment. Was soll denn das? Also den Cursor kriege ich hin, aber Moment. Yay, es funktioniert. Zu groß. Format passt nicht ganz, aber okay. Mein Talk wird sehr technisch und sehr codelastig, also und es wird alles in Python sein, deshalb erwartet nicht zu viel. Es ist eher so ein Es ist eher so ein Fable für obskure Sprachfeatures, die ich ausleben möchte. Und deshalb, in diesem Fall geht es um Python, eine meiner Lieblingssprachen und ein sehr neues Feature, das in Python 3 dazugekommen ist, nämlich die Type Annotations. Und wir fangen mal an mit normalerweise ist, also Python ist eigentlich eine dynamisch typisierte Sprache, da gibt es eigentlich nicht so richtig, also wenn man den Code anguckt, dann sieht man eigentlich keine Types und das ist zum Beispiel eine sehr einfache Funktion, die man, wo man überhaupt keine Types sieht, aber man kann von dem, was drin steht, erkennen, dass es irgendwie um sich Zahlen sich handelt und wenn man aber den Python 3.5 das schreibt, dann kann man hier dazu schreiben, dass man ein Int erwartet und ein Float zurückgibt und das Ding ist, der Python-Interpreter kümmert sich um diese Annotationen eigentlich gar nicht, sondern das ist mehr so eine Art maschinenlesbare Dokumentation oder was die Hauptanwendung davon ist, dann kann man den Code analysieren von einem statischen Type-Checker und kann dann quasi, also der Programmierer sieht dann, was er falsch gemacht hat, aber während der Laufzeit hat das keine Auswirkung. Wie geht es weiter? Wir können in Python auf jede beliebige, zu jeder beliebigen Funktion über diese Type-Annotation reflektieren. Können irgendwie, es gibt so ein Annotations-Attribut, wo man irgendwie ein Dictionary zurückbekommt, was einfach diese Klassen enthält. Oder man benutzt das Inspect-Modul, was ich in meinem Projekt, was ich nachher noch zeigen werde, benutzt habe. Und dann kriegt man die Signatur für die Funktion und die enthält auch die Annotation, wie man hier sehen kann. Genau. Annotationen selber sind syntaktisch korrekt seit Python 3.0. Die ganze Types-Sache ist allerdings erst in Python 3.5 hinzugekommen. Jetzt gibt es auch ein Modul, das nennt sich Typing. Da kann man auch so
Sachen machen, wie dass man eine Liste von Integers zum Beispiel als einen Type betrachtet oder ein Tupel aus einem String und einem Int oder sowas. Alles Mögliche kann man damit machen. Und, hier hinten sind auch noch die Python Enhancement Papers referenziert. Ich kann sehr empfehlen, den in der Mitte, den PEP Nummer 484, der befasst sich genau mit diesen Type Annotations. Also wenn ihr viel Python schreibt, dann kann ich euch sehr empfehlen, das zu lesen. Genau. Die Anwendung dafür, wie gesagt, Type Checker. MyPy ist das Projekt, was da ganz vorne mit dabei ist. Und ich habe damit irgendwie ein bisschen rumgespielt und habe mir gedacht, was kann man damit machen, wenn man jetzt irgendwie so eine Funktion hat und man schaut sich an, also wäre irgendeine Funktion, die hat eine Signatur und wir können uns überlegen, das sieht so ähnlich aus, wie wenn man jetzt auf der Kommandozeile so eine quasi eine Benutzungshinweis hat für ein Kommandozeilentool. Und man könnte eigentlich das eine in das andere überführen und dann könnte man quasi von der Kommandozeile direkt eine Python-Funktion ausführen und quasi aus der Type-Information kann man direkt parsen, was da hinten so dran kommt. Und genau das habe ich gemacht. Hier ist der GitHub-Link zu meinem Projekt und hier ist ein kleines Code-Beispiel, wo man einfach eine ganz einfache Funktion hat. Häufiges Beispiel, man hat irgendwelche Dateipfade und man hat einen Output und dann sagt man einfach, das eine ist optional, dieser Output, und das Ergebnis von diesem Ding ist, man hat so eine Python-Datei und man sagt einfach, zum Beispiel, wenn ich minus h eingebe, die automatisch generierte Benutzungsinformation. Man kann irgendwie Positional Arguments, Optional Arguments. Und das ist alles allein, also das ist alles an Code, was man dafür braucht. Das ist alles implizit definiert, allein durch die Typen der Argumente. Und man kann natürlich auch kompliziertere Sachen machen. Man kann hier Subcommands machen. Man kann irgendwie mehrere Funktionen nehmen und dann sagt man einfach, dass ich habe eine Subcommand, so ähnlich wie bei irgendwie Git oder fast jedes zweite Kommandozeilentool hat, irgendwie Git add, Git commit. Dass man auch komplexere Kommandozeilen-Interfaces darüber abbilden kann. Und dann bekommt man hier so Commands und dann kann man auch die Docstrings benutzen, um die Beschreibung der einzelnen Commands zu machen und so weiter. Und das ist ganz nett. Ich benutze das irgendwie, wenn ich ein großes Projekt habe und da irgendwie, was ich hauptsächlich selber benutze und möchte auf einzelne Teile sehr schnell zugreifen. Und dann schreibe ich einfach einen Decorator vor meine einzelnen Funktionen und kann einfach jederzeit über die Shell die einzelnen Funktionen benutzen. Genau. Es gibt so ein paar komische Inkonsistenzen bei dem Ding. Irgendwie, wenn man die Liste, also wenn man die danach prüft, ob die, also wenn man jetzt so einen generischen Type hat, von irgendeiner, also eine Liste von irgendeinem Type T, dann kann man überprüfen, ob man bekommt dann nicht irgendwie List von T, sondern man bekommt dann irgendetwas und man kann prüfen, ob das eine Liste von Ts ist, indem man dieses is-Subclass verwendet. Das kann man bei zum Beispiel Optional nicht, weil das dann keine Klasse mehr ist, während das andere ist eine Klasse. Ich habe noch nicht ganz herausgefunden, warum das so ist und ich bin irgendwie auch noch ein bisschen verwirrt. Also das Potenzial ist sehr groß, da noch mehr zu entdecken, was man da machen könnte. Hier sind meine Kontaktdaten. Ihr könnt euch das GitHub-Repository angucken und mir gerne irgendwie Fragen stellen oder Kommentare abgeben. Bitte? Ja. Sind, ja, Fragen. Sehr schön. Jetzt zum total anderen Thema. Die Is-Subclass-Relationship hält wahrscheinlich nicht, weil optional, wenn du mit statischen Programmiersprachen gearbeitet hast, dann ist es wahrscheinlich relativ einfach zu sehen. Optional ist quasi ein Typ, der ist entweder nichts oder
etwas von A. Mhm. Und eine Liste ist einfach nur, also enthält einfach, obwohl. Also ich weiß, eine Liste hat auch den Base Case, aber in Python ist es wahrscheinlich anders implementiert. Aber wahrscheinlich hängt es mit Summentypen, den Unterschied zwischen Summentypen und Produkttypen zusammen. Also nur so als Hint vielleicht. Ja. Also der Option Type ist implementiert als es gibt einen, was das nennt sich Union, also es ist einfach ein Union Type aus None und dem, was man dem halt als Type Argument gibt. Das aber irgendwie bei den Listen ist es ja irgendwie ähnlich, weil es gibt in Python kein Konzept von einer Liste von einem Typen, sondern es gibt halt eine Klasse, die heißt List. Und eigentlich sollte es auch, wenn es eine Klasse gibt, die zwei vereinigen, ja, es kann sein, dass es irgendwie, allerdings, ich lerne auch gerade Rust und da ist es tatsächlich auch so, dass halt der Option Type auch eine eigenes Dinge ist, was du überprüfen kannst. Das ist dann ein eigener Type. Du kannst sagen, das ist eine Option von T. Genau. Kann ich auch noch eine Frage stellen? Wenn du irgendwie so eine Datei hast, ganz tief drin in deinem Programm und möchtest so eine Funktion nochmal weiter testen, wie du es beschrieben hast, und würdest sie dann über die CLI zur Verfügung stellen wollen, wie erkennt das, welche Funktion verwendet werden soll? Also wenn du jetzt halt irgendwie in irgendeiner Unterdatei bist und dann da halt eine Funktion nochmal extra über die CLI verfügbar machen willst, wird dann einfach der Name von der Funktion als Subcommand verwendet oder ja, woher weiß halt, dass dann das, diese Funktion verwendet werden soll und nicht irgendeine andere Funktion, die vielleicht auch als CLI-Funktion annotiert ist? Also im Fall von wenn ich mehrere benutze, dann sollte ich natürlich den Subcommand benutzen. Und in dem Fall verwende ich einfach den Namen von der Funktion als den Subcommand. Also ich hatte irgendwie das mit foo und bar waren zwei Funktionen in dem Python-Programm. Und dann kann ich einfach test.py foo, test.py bar sagen und die einzeln zugreifen. Wenn es ganz tief drin ist in dem Programm, dann wird es manchmal auch schwierig und man sollte natürlich das nicht. Man sollte trotzdem irgendwie explizit Tests schreiben für solche Sachen wahrscheinlich. Sonst noch Fragen? Okay. Ja, herzlichen Dank. Ist AHB da? Natex viel zu unbekannt, der MC-Atos? Okay. Dann ist Norman aber da. Hochschulgruppe, freie Software, freies Wissen. Hallo, ich möchte eine Hochschulgruppe vorstellen, der ich mitwirke. Und ja, das mache ich jetzt einfach mal. Also, ich komme aus Dresden und wir haben dort eine Hochschulgruppe Freie Software, Freies Wissen gegründet, weil wir einfach der Meinung waren, dass das nötig sei und wir ein bisschen frustriert waren, als wir dann für erste Anlaufstelle Informatik, FSR und ähnliches angefragt haben und die uns irgendwie mit kostenfreien Windows-Lizenzen das Gemeine an der Sache ist, die Dinge laufen natürlich ab, spätestens wenn man exmatrikuliert wird. Und dann heißt es, willst du deine Dateien weiterhin öffnen, dann kauf doch eine Lizenz und solche ähnliche Geschichten. Ja, TU ist die Uni, HTW, Hochschule für Technik und Wirtschaft ist meine Hochschule
Und genau. Wir haben bisher einige Projekte schon durchgeführt. Linux Install Party, Linux Presentation Day, der jetzt immer zweimal im Jahr stattfindet. Und da versuchen wir wenigstens einmal im Jahr oder vielleicht sogar zu beiden Veranstaltungen damit was dazu machen. Da haben wir uns gedacht, ja, E-Mail-Verschlüsselung, eigentlich ist uns ja Transparenz und Offenheit und so weiter und so fort ganz wichtig. Aber für vertrauliche Inhalte und auch dass man weiß, dass die wirklich von dem Absender kommen, von dem sie scheinen zu kommen, wäre doch signierte oder digital signierte E-Mails ganz toll. Ja, da, naja, das ist wahrscheinlich noch ein bisschen, muss man wahrscheinlich noch ein bisschen längeren Atem für haben. Und haben uns gedacht, ja, warum nicht einfach mal ein Verschlüsselungsgewinnspiel machen? Ist mittlerweile vorbei, aber Teilnehmer war ganz einfach. Eine verschlüsselte E-Mail an uns, an die Hochschulgruppe schreiben, nach dem Motto, ich möchte mitmachen. Und schon war man dabei. Und ja, dann gab es so ein paar kleine Preise wie Mensa-Gutschein, was fürs Kino, Fitnessstudio, was auch immer. Nachdem solche Nerd-Geschichten wie ein Two-Random-Number-Generator an Hardware doch nicht so den Anklang fand. Also der Meinung nach, dass das die Zielgruppe vielleicht nicht so gebrauchen würde. Wir haben ein Programmpapier formuliert und unser größtes Projekt ist der Uni-Stick. Ein USB-Stick, übrigens Stuha finanziert, ganz tolle Sache, mit freier Software von Studis für Studis. Wir haben da mal ein bisschen recherchiert, welche Anforderungen oder welche Studieninhalte das eigentlich so gibt, quer über die verschiedenen Studiengänge, und haben uns da so ein paar allgemeine Sachen rausgesucht, wie LibreOffice, LaTeX, Python, will jetzt nicht sagen kompletten Stack, aber sowas, dass man dann halt Leuten die Hand drücken kann und die können es gleich benutzen. ePython, Notebook, Jupyter, sowas in der Art. Ja, dann gab es 4000 Flyer, die in die Ersti-Tüten gepackt wurden. Diese Flyer waren in der Art eines Gutscheins gehalten. Also nach dem Motto, komm vorbei in die Uni-Bibo, in den größten Vortragssaal, den es da gibt. Und dann kannst du die vom Stura finanzierten, einen der vom Stura finanzierten Sticks dir abholen. Wir haben nicht dazu geschrieben, dass wir nur 60 haben, also 80 finanziert und 60 waren dann tatsächlich nutzbar. Und die anderen dann so nach und nach. Und wir haben natürlich ein Live-Linux drauf, Debian Stable, hat viel Mühe gekostet. Und für die Windows-Nutzer haben wir uns gedacht, okay, damit die sie nicht gleich in die Tonne kippen oder sich irgendwie was anderes drauf bügeln, tun wir den von Portable Apps ein paar freie Softwareprogramme mit drauf, damit die vielleicht schon einmal Gefallen dran finden. So, das Ganze hat viel Arbeit gemacht. Und der Saal, der war rappelvoll, über 200 Leute, also knapp über 200 Leute. Da wussten sie noch nicht, wie viele Sticks es gibt. Und ja, wir sind sie alle losgeworden. Ja, warum machen wir das? Okay, ich glaube, hier brauche ich dann nicht so viel dazu zu sagen. Natürlich, freie und quelloffene Software und dass das doch so ein paar Vorzüge hat. Das sind natürlich auch der Meinung, dass wenn Kram schon mal öffentlich finanziert wurde, dann sollte er auch der Öffentlichkeit weiterhin zur Verfügung stehen. Und das trifft natürlich auch auf Forschungsergebnisse und Abschlussarbeiten hin, die quasi erst finanziert, dann in irgendwelchen Verlagen mehr oder weniger komisch abgekauft werden und dann dort unter Verschluss gehalten werden, bis man sie teuer wieder freikauft und sie dann ja über Bibliothek wieder halbwegs nutzbar sind. Dann haben wir gedacht, nee, ist doof, das sollten wir mal anregen, dass das vielleicht doch irgendwie anders geht. Ja, Zukunftsideen, okay, mittlerweile ist davon schon einiges umgesetzt. Blogbeiträge, wir haben einen Blog auf unserer Homepage www.fsfw-dresden.de. Kurse LaTeX, Python, Git, Inkscape,
Inkscape ist noch in Planung. Aktuell mache ich einen Wikiversity-Kurs zu Blender in der Bibliothek. Das ist richtig klasse und tut dann noch so ein bisschen Git oder GitHub mit einfließen lassen. Ich habe die Hoffnung, in einem der zukünftigen Semester dann so Git zum Selbsthosten und vielleicht noch dieses Gedit, das heute schon mal vorgestellt wurde, damit einzubinden. Open-Source-Wettbewerbe, kleine Preise, ja. Aufmerksamkeit erzeugen und Lobbyarbeit, ja, lange Atem braucht man und es ist anstrengend, macht aber auch sehr viel Spaß. Vernetzung mit anderen Städten, deswegen halte ich zum Beispiel heute hier diesen Lightning Talk, denn uns kann man forken. Also wir haben GitHub Repo, das kann man gern für sich anpassen. Und hier wäre auch schon die Internetadresse. Ja, Newsletter haben wir auch. Einen für Diskussionen, der quillt über, und einen für Newsletter, der ist dann doch schon eher Low-Traffic. Und ja, manche Leute werden sich jetzt wundern, warum wir da ein Facebook-Logo mit drin haben, so ungefähr auf derselben Zeile wie Diaspora, GitHub und Co. Okay, GitHub ist ja auch zentral, Facebook der Nerds wurde mal gesagt, aber zu dem Facebook haben wir echt einen kleinen noch Disclaimer dazu geschrieben, nach dem Motto, dies ist ein Anti-Profil, also warum wir das nicht empfehlen zu nutzen, beziehungsweise wir sind nur da, damit auch die Leute, die eh schon da sind, lesen können, dass es vielleicht nicht so toll ist. Ja, und es wird sich immer darüber gestritten, wer das Ding nun betreuen nicht darf, sondern muss und will eigentlich immer keiner machen. Ja. Und das war's auch schon. Also, wenn da noch jemand mitmachen möchte oder das forken möchte, dann würden wir uns freuen. Ja, und jetzt die Fragerunde oder Anregung oder was auch immer. Zu dem Thema freies Wissen. Das war der zweite Punkt, dass die ganzen öffentlichen Arbeiten und so weiter, die hier finanziert sind, auch öffentlich verfügbar sind, ja. Was ich ja sehr begrüße. Aber wie weit wird das umgesetzt und wie weit ist die Arbeit dahingehend? Mhm. Weil freie Software ist das eine und die freien Ergebnisse das andere. Also, freies Wissen bezieht sich zum einen auf zum Beispiel freie Lehrmaterialien, Open Educational Resources oder warum kann ich manche Foliensätze von einem Prof, selbst wenn ich ihn gefragt habe und ihm mir eigentlich gerne ein Okay geben würde, nicht für andere Zwecke weiterverwenden, weil er hat zum Beispiel da irgendeine Quelle nicht die Verwertungsrechte nicht genau geprüft. Möglicherweise. Passiert halt. Und das ist dann halt einfach ärgerlich. Und da haben wir uns zum, oder auch Profs, die auf jede zweite Folie irgendwie so ein eingekringeltes C drauf machen und was es im amerikanischen Sprachraum nicht noch alles an solchen ähnlichen gearteten Symbolen gibt und jeden nicht nur böse angucken, der das irgendwie weiterverwenden möchte. Und wir haben uns gesagt, das ist doch doof. Und haben auch einige Zuspruch von Profs gefunden, die sich im öffentlichen Lehrauftrag sehen, also Betonung auf öffentlich. Und da ist zum Beispiel die Idee des Studis zu Themen, zu denen sie sowieso was ausarbeiten sollen, das doch gleich in öffentlichen Plattformen machen unter einer freien Lizenz, zum Beispiel Wikiversity, Wikibooks, einen Wikipedia-Artikel reviewen, Fehler korrigieren, aktualisieren, was auch immer. Und das andere ist natürlich Open Access. Jemand hat eine Abschlussarbeit geschrieben und ist der Meinung, ich möchte damit die Welt ein Stück besser machen oder das ist, was weiß ich, mein Meisterstück, auf das ich in Bewerbungen hinweisen möchte. Und die stellen das dann unter eine freie Lizenz und an möglichst prominente Stelle ins Netz, Zeitschriften. Es gibt Open Access Publikationen und sehr erfreulicherweise tut die Uni-Bibo bei mir in Dresden, also die SLUB, hoffentlich kriege ich das jetzt richtig zusammen, Sächsische Landes- und
Sächsische Landesstaats- und Universitätsbibliothek, da ein Portal betreiben namens Cucosa und dort kann man dann solche Open Access Publikationen auch tätigen. So, ich würde jetzt einfach nochmal die Homepage von der Hochschulgruppe kurz zeigen, wenn ich denn jetzt hier Internet habe. Das ist was anderes. Wir haben da natürlich auch regelmäßige Treffen und solche Geschichten. Aber ich glaube, das ist hier dann weniger relevant. So, ja. Genau, aktuelles. Sprechstunde, regelmäßige Treffen. Was vielleicht interessanter ist, ist unser Programm. Mit natürlich ODT-Datei oder PDF. Ich scroll hier nur kurz durch, weil wir haben noch eine Kurzfassung davon, die auch etwas anschaulicher ist. Hoffentlich geht das jetzt. Ne? Geht's nicht? Ist jetzt doof. Ach Mensch, ist mir die Internetverbindung zusammengebrochen. Naja, sei es drum. Nehme ich das. Genau, ach, das ist sogar das, was ich wollte. Ja, Wissen befreien, Software will frei sein, vertrauliche Räume schaffen. Und natürlich Quellenangaben, wo wir die ganzen Materialien her haben. So, ja, ist damit die Frage beantwortet? Die nächste, bitte. Also ich habe keine Frage, ich wollte es nur kurz als Feedback. Ich werde das jetzt auch, ich fand die Stickaktion echt cool und ich werde es versuchen, bei unserer Asta auch mal noch anzutriggern. Super. Weil bei uns die Estis auch immer Sticks bekommen, aber die sind halt leer und ich meine, wenn man ja sowieso schon Sticks verteilt, dann kann man doch da auch ein bisschen was draufklatschen. Ich meine, wir haben keine Ahnung, 80 Sticks zu bespielen, das also setzt man sich halt mal ein Wochenende hin. Wir haben da das Live. Anstrengend. Ja, wir haben da das Debian Live-Bild für verwendet. Images für so Live-Mädchen zu erstellen, mittlerweile sogar mit Persistenz, weil es ja auf einem USB-Stick. Und ja, kann man, ach ja, und wir haben noch wie so eine Art kleines Bildsystem oder so ein Vorbereitungssystem dazu gebaut für die Paketauswahl. Und das würde ich jetzt mal kurz zeigen, die Internetseite. Und da kann man einfach sich eine andere Zusammenstellung wählen und braucht das dann im Prinzip nur einmal ausführen. Okay, das dauert dann eine ganze Weile, aber zu speziell das erste Mal, aber dann hat man eine individuell angepasste Distribution. Moment, Unistick, genau. So, jetzt muss ich gucken. Hier ist es auch nochmal beschrieben, wie man das dann baut. Also kleiner Tipp, es sollte ein Linux sein, idealerweise sogar noch ein Debian. Mit einem Debian Stable klappt super, aber naja. So, die Liste, die Softwareliste. Ja, ich habe immer noch ein Stable drauf, weil ich wollte das bauen und sobald das durch ist, werde ich dann auf was Neueres updaten. Genau, ist das das? Genau, vielleicht damit auch die Windows-Leute nochmal kurz was, damit man dir was zeigen kann. Den Linux-Leuten brauche ich, glaube ich, nicht erklären, wie eine Paketverwaltung funktioniert, denn dass das ziemlich bequem ist. Das ist jetzt nicht das, was ich suche. So, das ist übrigens unser GitHub-Repo hier. So sieht dann der Desktop aus. Software-Liste, genau. Hier habe ich es doch. Und zwar haben wir in Markdown hier einfach in GitHub eine Liste geschrieben. Das hier ist übrigens dann, ja, wie man das macht. Die wird geparsed
Und da wird dann eine Liste von Software raus erstellt, die dann dem Live-Bild übergeben wird und das macht dann da Dinge mit. Sternchen ist ausgewählt, Kreis ist, naja, nicht. Und dann gibt es noch die Variante mit Empfehlung oder vielleicht besser nicht, weil es irgendwas bricht oder zu groß ist. Und das haben wir hier so ein bisschen untergliedert und auch zum Beispiel einiges zu Accessibility, das ist sogar wieder eine Unterliste. Also man kann sich das da bunt zusammenstricken und da gibt es ganz viel. Also es hat leider nicht mehr alles auf die Sticks gepasst, die wir da finanziert bekommen haben. Und da kann man auch, wir freuen uns auch über Pull-Requests. Ja, das war's. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann uns nie bitte noch stellen. Keine weiteren Fragen? Ja, herzlichen Dank. Gibt es noch jemanden spontan, schnell, entschlossenes, der die einen Lightning Talk halten möchte? Keine spontanen Lightning Talks. Dann habt Spaß auf der GPN. Bitte? Ja, vorhin schon gefragt von AHB, aber Mensch tauchte nicht auf. Oder ist Mensch da? Mensch ist da, super. Während ich von der Bühne gehe, darf ich noch kurz Werbung für die Datenspuren machen. Event im Herbst. Halte dich kurz. Im Herbst findet wieder die Symposium Datenspuren in Dresden statt. Das empfehle ich sehr zu besuchen. Das ist von dem dortigen Chaos Computer Club. Danke. Ja, spät kommen, früh gehen oder irgendwie sowas. Ja, wie war das? Die nicht digitale Autobahn hat mich leider aufgehalten. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das hier zu connecten? Ja, du musst es einfach hochhalten, den Laptop. Und dann. das abgefilmt. HDMI. Das ist aber Disconnected. Schade. Das kannst du lesen. Also leider HDMI zu neuer Laptop. Darf jetzt auch. Ich könnte das kurz auf einen USB-Stick packen, alternativ. Wir müssen das ist einfach nur eine PDF. Machen. War noch nicht ganz drin. Oh. Schau nochmal bitte. Wir hatten schon. Bitte, bitte noch VGA, der hier leider nicht. Zehn Minuten, also wir müssen in der Zeit bleiben, okay. Nee. USB-Stick mit jemand anderem sein Laptop. Gibt es irgendeinen? Würde jemand seinen Laptop zur Verfügung stellen? Muss nur einen PDF-Reader haben. Ist das hier das Kabel? Ja.
Nee, das Backport habe ich hier, ja. Kann das besser arbeiten. Also HDMI hat er auch gerade nicht erkannt. Okay. Ja, yeah, ich bin nicht schuld. Die Technik ist da. Ups. Also wir hatten vorher HDMI probiert und das ist falsch. Nee, mag er irgendwie auch nicht. Nee, also er erkennt hier nichts. Ja, vielleicht. Achso, jetzt. So. Ich könnte mal auf das umschalten. Nee, die Frage ist, ob er es deshalb nicht erkennt, weil am Ende. Achso, dass es nicht durchgeschalten ist. Dann. Also hier geht es auf jeden Fall was. Nee, also jetzt läuft es. Jetzt läuft es. Dann herzlichen Dank fürs Warten. Ich bin nicht Gregory Nutt, mein Name ist Andreas Bielmeier und ich möchte ganz kurz NutX präsentieren. NutX ist ein Artos, das komplett unter BSD-Lizenz steht und quasi überall dort einspringen kann, wo man gerne Linux hätte, aber man einfach zu wenig RAM oder Flash hat, sprich bei kleinen Mikrocontrollern, also Cortex-M Größe oder auch ein PIC 32, wobei ich, verwendet jemand hier noch PIC in dem Raum? Nee. Okay. Weiß jemand, von was ich spreche, wenn ich von Artosen und Mikrocontrollern spreche? Nicht, dass ich jetzt hier völlig das falsche Publikum hatte. Okay, super. Gut. NutX ist so ein bisschen ähnlich wie FreeRTOS oder GBOS, falls jemandem die freien Echtzeitbetriebssysteme für Mikrocontroller was sagen, hat aber den großen Charme, es ist sehr Linux-artig. Das sind jetzt nicht meine Slides, die habe ich mir jetzt auch von Gregory geliehen. Natürlich ein Betriebssystem, wozu ist es da? Es initialisiert für mich die Hardware und es sorgt für mich als Abstraktion, ich möchte irgendwie mit Geräten interagieren, meine Applikation programmieren, die sich per Ethernet Pakete entgegennimmt und dann irgendwelche LEDs blinken lässt, weil das ist gefühlt ja der die Hauptanwendungszweck von Elektronik. Genau, man hat dann eben als Abstraktionsebene Tasks und Threads, wie man das von Linux kennt. Es wird Multitasking unterstützt mit harten Echtzeitprioritäten. Und was heißt hier eigentlich Echtzeit? In dem Fall nicht, dass es besonders schnell ist, sondern für diejenigen unter euch, die sich damit beschäftigt haben, dass ich garantierte Antwortzeiten habe. Also wenn ich meinem Timer sage, ich möchte bitte in 10 Millisekunden aufgeweckt werden, dann möchte ich auch nicht in 15 aufgeweckt werden, sondern irgendwie zwischen 9,999, je nachdem, welche Garantien ich benötige, und eben 10,001. Und darum kümmert sich eben ein gutes Echtzeitbetriebssystem. Warum jetzt nicht Linux nehmen? Es gibt ja mit dem Preempt-RT-Patch für Linux inzwischen auch eine wirklich solide, echtzeitfähige Basis mit unserer allerliebsten Betriebssystem.
Funktioniert allerdings nur gut, wenn ich eine MMU habe, also eine Speicherverwaltungseinheit, was ich natürlich auf meinen Desktop-Prozessoren oder auch auf sowas wie einem Raspberry Pi, also der Cortex-A, der Application-Prozessoren-Reihe habe. Wo mir das komplett fehlt, ist bei Mikrocontrollern, also nicht nur den 8-Bit Atmegas, sondern eben auch immer noch, selbst bei sowas wie einem 200 MHz LPC43 Dual-Core Cortex-M4, also wirklich für einen Mikroprozessor ist das ein ziemliches Brett. Also der IC ist auch so groß, dass man ihn nicht mehr überall verlötet bekommt, wenn es eng wird. Aber es ist eben immer noch ein Mikrocontroller-Unit und kein Application-Prozessor. Das heißt, es fehlt eine Speicherverwaltungseinheit und damit müsste ich von Linux auf Mikrocontroller-Linux gehen. Und wer das schon mal getan hat, weiß, warum man es nicht tun möchte. Und quasi genau dort, wo ich eben mit Linux nicht sinnvoll ansetzen kann, kommt NATX ins Spiel. Genau, das kann man überspringen. Das ist hier, was ich gerade erklärt hatte, anhand von Flash-Größen dargestellt. Aber im Prinzip geht es nicht nur um die Standard-ROM-Größe. Also ein Linux hat, wenn man es schon ziemlich runterstrippt, hat der reine Kernel 2 bis 3 Megabyte. Wir zielen hier eher auf ein paar Kilobyte. Trotzdem möchte ich eine POSIX-API haben, Netzwerkunterstützung, WLAN, TCP-IP-Stack und alles weitere. NATX ist, also ich war erstaunt, ehrlich, also kannte jemand schon vor 15 Minuten NATX? So ging es mir nämlich auch bis vor einem Jahr, als ich das für die eigenen Hardware-Komponenten nach einem RTOS gesucht habe. Das ist wirklich eine sehr geile Sache für jeder, der mit etwas größeren Mikroprozessoren arbeitet. Und einige scheinen es auch zu kennen, vor allem die Chinesen. Genau. Was sind die Core-Features von NATX? Es ist Standard-Compliant, vor allem POSIX. Und dort, wo Linux POSIX uminterpretiert oder erweitert, versucht es auch kompatibel zu sein. Auf Kernel-Ebene sind die Schnittstellen natürlich etwas andere. Man hat ein Dateisystem, man hat eine ordentliche C-Library, man hat Treiber für ganz viel Peripherieeinheiten. Also wer schon mal für einen modernen Mikroprozessor einen Treiber geschrieben hat für die, was weiß ich, das Netzwerkinterface oder für eine flexible I/O-Einheit, der weiß, das ist schon die Größenordnung von einem Linux-Treiber inzwischen geworden, weil ich einfach eine größere Komplexität in meinen Mikroprozessoren abbilden muss. Und NATX bringt eben für sehr viele unterstützte Boards fast vollständige Treiberunterstützung mit. Das heißt, man ist dann auch portabel von einem Mikroprozessor zum nächsten. An der Stelle kennt jemand Mbed? Also M-B-E-D? Okay, 2, 3. Ist eine Alternative sicherlich, wenn ich nicht Wert lege auf POSIX-Kompatibilität, ist vielmehr objektorientiert, ist in C geschrieben, kommt von ARM, hat ähnliche Vorteile, dass ich eben über verschiedene konkrete Mikroprozessoren hinweg portablen Code schreiben kann und relativ schnell einfach zum Ergebnis kommen, Netzwerkpaket rein, LED blinkt. Taskmanagement, also aufgrund der Zeit werde ich jetzt nicht hier auf alles eingehen. Ich wollte eher noch auf 2, 3 Punkte kommen. Und zwar die Treiberunterstützung von NATX, und zwar ist dort auch, was bei Linux eingeführt wurde, ich weiß gar nicht mehr, irgendwann Ende der, ich glaube Mitte oder Ende der 90er, dass man Treiber in eine Upper- und Lower-Half-Teil, das heißt, ich habe etwas, das wird im Interrupt-Kontext bearbeitet und etwas, das mehr Arbeit zu tun hat, was als Thread verarbeitet wird, und das zieht NATX auch sehr konsequent durch. Das heißt, ich habe zum Beispiel wirklich eine Abstraktionsschicht, ganz allgemein für RGB-LEDs, schreibt dann also für diese Upper Half, eine Lower Half, für meinen konkreten Mikroprozessor, für meine PWM-Einheit und habe dann sofort alle Applikationsunterstützung, also weniger Code für mehr Blinken. Device-Treibers, hier ist ein Beispiel, was alles schon dabei ist. Das ist wirklich relativ viel. Auch USB-Support, sowohl Host als auch Client. Wer schon mal sich mit USB-Treibern beschäftigt hat, der wird sich sehr freuen, dass er das nicht selber schreiben muss. Und Networking. Ein Grund, warum ich selbst auch mich gegen FreeRTOS und für NATX entschieden hatte, ist, dass es einen komplett integrierten TCP-IP-Stack mitbringt, der auch die meisten der nicht allzu neuen TCP-AFCs unterstützt und auch semi-korrekt implementiert.
Also man kann damit, man kann das an ein Netzwerk hängen und es funktioniert und es stürzt auch nicht sofort ab, wenn irgendwer mal Nmap laufen lässt. Und was ganz wichtig ist, wenn man in Richtung IoT oder wie wir mit unserem Startup in Richtung Robotik IIoT arbeitet, es hat BSD-Sockets. Das heißt, ich kann Libraries, die unter Linux laufen, relativ schnell auch unter NATX zum Laufen bekommen. Es bringt einige Netzwerkdienste mit, einen HTTP-Daemon, FTP, NTP und so weiter. Also man kann auch wirklich auf seinem Mikroprozessor relativ schnell damit eine Web-Schnittstelle deployen. Unterstützt viele Prozessoren. Das Wichtigste ist hier ist natürlich weniger der Intel als vielmehr die ganze ARM-Cortex-Serie bis runter zum aktuellen M7. Und auch Atmega, MIPS, was hier fehlt, sind die ganzen PICs, oder ich sehe es nicht auf meinem Slide. Okay, aber jedenfalls auch PICs, wer ihn das interessiert. Unterstützt sogar grafische Frontends, sieht ein bisschen oldschool aus hier, aber auf, ich weiß nicht, zum Beispiel 256K Flash mit 32K RAM, da freut man sich, wenn man überhaupt ein Fenster hat. Unterstützt auch verschiedene Bildmodi, also klassisch Mikroprozessor, alles ist ein Binary, läuft in einem Adressraum, ich habe quasi nur Funktionsaufrufe. Wenn ich eine MPU, also nicht eine MMU, sondern nur eine Protection Unit habe, kann ich auch zumindest meine Applikation vom Kernel separieren und sauber über OCTLs arbeiten. Oder wenn ich NATX auf einem großen Mikroprozessor einsetze, kann ich es eben auch, wie man es von Linux kennt, man hat verschiedene Applikationen in virtuellen Adressräumen, die sauber separiert sind von den Treibern. Und das ist eine Bildoption. Also muss ich nicht quasi alles ändern, sondern einfach nur eine Bildoption setzen. So, was auch ein sehr cooles Feature ist, es bringt die sogenannte NSH mit, die NATX-Shell oder die NUTshell, weiß gar nicht, was die offizielle, doch NUTshell. Also quasi eine Kommandozeilen-Interpreter, der über serielle Konsole oder auch über Telnet funktioniert. Ich kann so tun, als hätte ich auf einem kleinsten Mikroprozessor mehrere unabhängige Programme, die ich launchen kann und wieder beenden kann. Das programmiert man sich sonst eigentlich immer wieder von Hand nach. So, das Wichtigste zu Schluss, die Webseite natx.org. Kann man sich runterladen, ist auf Bitbucket gehostet, inzwischen nicht mehr SourceForge, Gott sei Dank. Ist relativ gut dokumentiert, wenn man weiß, wo. Dazu muss ich hier kurz die Tasten finden. Ah, ich habe jetzt gerade keinen Browser. Auf diesem Wiki gibt es irgendwo einen Knopf zu Documentation, hier links. Und auf dieser Seite steht viel Text und irgendwo gibt es nochmal einen Link und da ist dann die echte Dokumentation versteckt. Und die ist auch relativ gut dann. Ansonsten bin ich jetzt erstmal durch, auch mit der Zeit. Würde mich sehr freuen, wenn jemand Interesse hat an NATX. Ich habe schon relativ viele Treiber, die ich selber geschrieben habe, dort wieder hingepusht. Freue mich natürlich, wenn das mehr Leute tun. Wer noch gerade auf Jobsuche ist, der kann mich auch gerne mal ansprechen in Karlsruhe. Danke. So. Ja, gern, natürlich. Also Fragen dazu? So. Okay, scheint irgendwie ziemlich überwältigend. Sonst noch von mir eine Frage. Wer denkt denn, dass er im nächsten Jahr irgendwas mit einem Mikroprozessor macht, wo er nicht Bare Metal anfangen möchte, sondern eben mit einem Betriebssystem? Okay, es gibt definitiv Leute hier. Dann, ich werde noch den Abend hier sitzen und gerne ansprechen. Dann kann man sich ein bisschen drüber unterhalten, warum NATX das neue tolle RTOS ist.